Bäume begleiten uns. An den Straßen vor dem Haus, der Birnbaum des alten Ribbeck aus dem Havelland, am Brunnen vor dem Tore, beim Spielplatz im Friedwald. Bäume erzählen Geschichten vom Werden und Wachsen, von guten Jahren und den mageren. Eingeritzte Herzen und Liebesgeschichten, Baumstümpfe von Bäumen, die als Weihnachtsbäume unsere Zimmer zieren. Vor dem Pastorat in Söhlfeld steht eine alte Linde, um und bei 250 Jahre alt, so wie das Pastorat. Sie ist größer als ich, nicht nur von der Länge, nein, auch in der Zeit. Pastoren, Pastorinnen kommen und gehen, mit Kutschen und Minis, mit Kindern und Hunden, wenn Bäume erzählen könnten. Und ich mit meinem kleinen Ausschnitt an Leben denke, ich würde alles überblicken können, wohl nicht. Mein Freund, der Baum. Ich hatte ja so meine Bäume, die immer ein Stück Weges von mir begleitet haben. Im Schrebergarten meiner Großeltern war das eine Birke. Unter ihr hatten mein Bruder und ich unsere Ecke. Da wurde gegraben, Wasser gestaut, Tomaten gepflanzt und nach Nachmittagen dort sahen wir immer aus wie Sau. Später dann der Baum an der Bushaltestelle. Da stand ich, morgens müde und nachmittags nach dem Unterricht auch müde. Im Studium habe ich im Sommer oft unter einem Baum gelernt und später in meinem ersten Pastorat dann einen Baum gepflanzt. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und obwohl die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. So Worte aus der Bibel. Und ja, Bäume sind gute Lehrer. Die Sache mit den Wurzeln. Wurzeln schenken Halt, verbinden mit der Erde und durch sie wird der Baum mit Wasser versorgt. Wurzeln brauche auch ich. Menschen, Dinge, die mir Halt geben. Vor allem, wenn die Stürme im Leben toben, merke ich, dass ich Halt habe oder auch nicht. Wurzeln alleine freilich bringen nichts. Sie müssen mit Wasser verbunden sein. Zu welchem Wasser strecke ich eigentlich meine Wurzeln aus? Aus welchen Kraftquellen lebe ich? Auf Gott verlassen, Zuversicht haben,
Das ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der besteht auch dürre Zeiten. Gesegnet ist solch ein Mensch, so sagt es die Bibel. Die Welt und ich sagen das oftmals anders. Verlass dich auf dich selbst. Traue den Wachstumsprognosen der Sicherungssystemen, den Versprechungen von rechts und links. Also, was gibt Halt in einer Welt, in einem Leben, wo sich so viele Sachen ändern? Und Menschen suchen Freiheit hier und da und suchen und probieren und rutschen doch manchmal nur in neue Abhängigkeiten. Drehen sich um sich selbst. Kein freier Blick mehr auf ein Leben und auf eine Welt, die mehr ist als der Moment und mehr ist als ich. Ich schaue mich um. Ich finde wenig an Lebendigkeit, wenig an Sehnsucht, an Leidenschaft. Vielmehr bestimmt werden von Erwartungen, Ansprüchen, von anderen, von Tod. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und das Wasser des Baches fließt und fließt, nur einen Wurzel weit entfernt. Die Zuversicht steckt nicht am Ende, sie wartet am Anfang. In der Entscheidung, mich mit dem Fluss, mit Gott zu verbinden. Ja, Zuversicht ist eine Entscheidung. Zu hoffen, zu lieben, zu glauben auch. Eine Haltung haben, die sich als Teil eines viel größeren Netzwerkes glaubt. So wie die Bäume verbunden sind. Den Wald in jedem Baum sehen lernen, Gott in jedem Menschen, in allem. Und dann wachse ich. Ich lasse Dinge los, die ich nicht in der Hand habe. Ich höre auf zu spielen, zu markieren, die Fassade zu leben und alles ins Leben zu quetschen. Ich nehme das an, was ich in Händen habe, im Herzen und in den Träumen. Ich lerne meine Geschichte zu lieben, mag sie so krumm sein wie ein windschiefer Baum. Ich lasse Gott durch meine Adern rinnen und Früchte bringen. Taten, Worte, Stille, Fragen. Wer weiß schon, welche Blüten und Früchte Gott in meinem Leben treibt? Hier, die Sache mit dem Baum passt. Für den Blick auf Gott, für den Blick auf mich. Verwurzelt sein, blühen und wachsen. Bäume sind ja nur von außen eine starre Angelegenheit. Und der Wind der Zeit fegt durch meine Blätter. Und sie erzählen meine Geschichte. Die Geschichte eines Glaubens mit einem Anfang und einem Werden. Und die Stürme kommen und Dürren gibt es auch. Die Entscheidung bleibt. Die Wurzeln suchen Gott. Und die Äste das Leben. Zuversicht. Amen. Geh aus, mein Herz, und such.
wir beten. Gott, wir bitten um Vertrauen in dich und in unser von dir geschenktes Menschsein. Wir bitten dich um Neugier und Freude, dass wir lebendig bleiben. Wir bitten dich, dass unser Tun und Lassen gute Früchte bringt. Wir bitten dich für unsere Einsamen und Traurigen, für die Kranken und die Sterbenden. In der Stille nennen wir dir die Namen von Menschen, die wir dir ans Herz legen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Seine Kraft fließe durch dich, damit du Halt findest und die Sehnsucht wächst. So sei Gott in dir lebendig und er sei mit denen, die zu dir gehören. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. An dieser Stelle wieder ein paar Infos aus unserem Gemeindeleben. Zum einen ein Hinweis auf das Gebet zu zweit, das Gebet zu zweit. Am 13. und 27. September findet das Gebet zu zweit in der Jersberger Gruft unserer Sülfelder Kirche statt. Der Eingang dazu befindet sich auf der Seite des Pastorates. Von 11 bis 12 Uhr bin ich so in der Jersberger Gruft. Sie können einzeln oder mit jemandem aus Ihrem eigenen Haushalt kommen, ein Anliegen nennen und mit mir gemeinsam beten, für sich beten lassen oder gesegnet werden. Ein Schild an der Türe wird anzeigen, wenn der Raum gerade belegt ist. Bitte bringen Sie auch Ihren Mund-Nasen-Schutz mit. Es ist ja noch ein bisschen hin. Und doch wirft Advent und Weihnachten die Schatten voraus. 2018 haben wir in Sülfeld ja den ersten lebendigen Adventskalender miteinander gefeiert. In Grabau ist das ja schon lange jährliche Tradition. In diesem Jahr soll es nun hier die Fortsetzung geben. Kleine abendliche Haltepunkte im Alltag. Andere und sich selber treffen, es Advent und Weihnachten werden lassen. Aktuell lässt sich ja noch nicht sagen, welche Einschränkungen wir aufgrund des Coronavirus im Dezember haben werden. Da wir jedoch beim lebendigen Adventskalender immer im Freien sind und gut Abstand halten können, planen wir einfach so wie sonst auch. Was ist ein lebendiger Adventskalender? In der Zeit zwischen dem 29. November und dem 19. Dezember gehen an jedem Abend, jeweils bei einem anderen Haus, ein Adventskalendertürchen auf. Dieses wird durch den jeweiligen Gastgeber gestaltet. Dabei sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass das Fenster oder die Tür zur Straße hin sichtbar ist und auch die jeweilige Zahl des Tages erkennbar wird. An dem betreffenden Abend trifft man sich dort vor dem Haus, um gemeinsam Advent zu feiern. Jedes Treffen beginnt um 18.30 Uhr vor dem jeweiligen Haus. Ich und mein Team führen dann durch die Feier. Ob das mit dem Punsch danach dann klappt, müssen wir noch sehen. Kerzenlicht und gegebenenfalls Tassen bringen die Besucher mit. Kurzum, überschaubarer Aufwand mit maximalem Effekt. Wenn Sie also in Sülfeld, Tönningstedt, Borstel oder Petersfelde wohnen, wenn Sie neugierig geworden sind oder Lust haben, melden Sie sich gerne bei Frau Koch im Kirchenbüro oder bei mir. Dann können wir auch nach den freien Terminen schauen. Und noch etwas zum Thema Baum. Ab der Adventszeit wird es dann auch eine passende Installation in der Sülfelder Kirche geben. Dafür suche ich Tannen.
Die schiefen und die krummen, die, die man schon lange absägen wollte, weil sie im Weg sind oder nicht mehr passen. Die Tannen möchte ich dann in der Kirche ringsum an den Wänden aufstellen, als würde man sich in einem winterlichen Tannenwald befinden. Gut wären also Tannen bis 3 Meter Höhe, die sie dann abgesägt ab dem 23. November zur Kirche bringen. Melden Sie sich gerne bei Fragen. Soweit die News. Ach, ich genieße das. Unsere Bäume in unserer Kirche. Schön, dass Sie heute mit mir Platz genommen haben unter den Bäumen. Ihnen gute Tage, bleiben Sie behütet. Wenn Sie wollen, gucken Sie hier einfach ein oder bis zum nächsten Mal bei unseren Abendgedanken. Alles Gute. Ach, herrlich.